Hallihallo, ich bin hier wieder in meiner Werkstatt und ich begrüße euch alle. Und ich habe heute mal hier so einen Teil, was ich mal eben so ganz kurz erklären möchte. Das ist so eine Schlüssellehre. Damit kann ich zum Beispiel überprüfen, ob ich einen Schlüssel richtig gefräst habe. Das sind so kleine Lamellen hier. Und dann wird der Schlüssel einmal eingespannt. Und dann werden die ganzen Teile hier kleinen Lamellen geschoben, so lange bis ich da eine Schlüsselform habe. So, wenn ich jetzt diesen Schlüssel hier rausnehme, dann erkennt man einmal das gefräste Muster. Kann man hier die Lamellen noch festsetzen, damit die sich nicht mehr bewegen. Das ist hier andere Schlüssel, und wenn ich den jetzt versuche hier reinzumachen, sollte das eigentlich passen. Das macht es nicht ganz, weil der hier ein bisschen größer ist. Das hier der Original, das ist der nachgefräste. Also das heißt, dass dieser Schlüssel ein bisschen kleiner ist als das Original. Das heißt für mich, der Schlüssel schließt. Und das ist eben eine Lehre, um das zu überprüfen. Gut, das wollte ich noch mal eben so kurz vorstellen, mal eben gezeigt haben. Ich kann noch mal ein anderes Video darüber machen, wie das also richtig funktioniert. Das ist ein etwas älteres Modell. Das nehme ich mal eben hier weg. Dieses hier ist ein neueres Modell. Das ist wieder der gleiche Schlüssel. Und hier sehe ich, da passt der rein. Und das ist meiner, den ich gemacht habe. Der passt hier auch hervorragend rein. Also das geht hier leichter. Mit der konnte ich jetzt feststellen hier, dass eine kleine Abweichung drin ist. Und mit dieser hier kann ich jetzt sehen, na, der Schlüssel geht tatsächlich rein. Also er ist ein bisschen kleiner. Daher weiß ich auch, dass er schließt. Dies hier ist der Originalschlüssel. Ja. Das sind dann zwei verschiedene Lehren. Das ist ein neueres Modell, das ist ein etwas älteres. Und damit kann man eben halt Schlüssel überprüfen, ob die richtig gefräst wurden. Gut, das war mal eine kleine Demo, eine kleine Vorstellung von diesem Teil. Eine Schlüssellehre.